Herzlich willkommen zurück bei The Incredible Adventures of Van Helsing. Und hier sind immer noch Bacon und Orange und Shadowrunner in der Werwolfhöhle. Wir haben gerade Grumsch, hieß der Grumsch, Ja, besiegt. Grumsch oder so. Und dann, Hallo erstmal. ja, und da kamen halt so seltsame grüne Köpfe aus dem Boden, die jetzt auf der Map blinken. Und wahrscheinlich heißt das, dass wir uns zu jedem der Punkte einmal begeben müssen. Genau, und wir haben ja gerade eben schon gemerkt, bei unserem Punkt, wo wir waren, war dann auch so ein grüner Kopf und da kamen die ganze Zeit dann diese hässlichen Werwölfe raus. So hässlich Ja, sind so die gar hässlich. nicht. Okay, aber sie waren schon, also die Anzahl der Frikolax war schon ziemlich nervend. Ja, und deswegen konzentriere ich mich hier direkt mal auf das Genau, Healen da bin ich auch in bei. der Hoffnung. Aber ich muss kurz dann doch auf die Ads gehen, weil das wird ein wenig zu viel. Und das Siegel hat sich Nicht auf jeden Fall jetzt schon mal erledigt. Genau, es hat versiegelt. sich versiegelt. Und damit haben wir das erste anscheinend schon geschlossen. Sprich, es bleiben nur Viele noch. andere, drei Ich weitere. bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin unsicher. Die Quest sagt, wir haben schon 2 von 5 gemacht, aber ich sehe noch 4 Sachen auf der Karte, habe ich gerade noch links Ja, aber gesehen. eins ist so weit unten, also vermutlich, ich vermute mal, die drei Punkte, die momentan blinken, sind halt die Punkte, die bei uns am nächsten dran sind. Das sind wahrscheinlich diese Siegel und ich vermute, wenn wir das gemacht haben, kommen wir raus und dann, ich meine, hatten wir den Boss jetzt schon tot? Ich glaube nicht. Der hat sich ja, glaube ich, verdünnisiert. Und dann kam. Ja, wie Bosse das halt so machen. Sie kämpfen und wenn sie fast tot sind, dann schicken sie irgendwen vor oder aktivieren irgendwas wie hier diese Siegel und dann ziehen sie sich erstmal wieder zurück. Und ich versuche hier wieder ein wenig Konzentration auf das Siegel. Aber da stehen, ja, jetzt haben wir das Siegel Ja, weg. also was ich da jetzt bei den Siegeln mache, ich schieße auch das Siegel und ich habe halt mit meinen Spezialschüssen wie dem Sprengschuss und dem Dum-Dum-Geschoss, also mit dem Dum-Dum-Geschoss mache ich halt wesentlich mehr Schaden, 50% mehr Schaden über dieses Power-Up-System, was ich ganz nett finde bisher. Und mit dem Sprengschuss sorge ich halt dafür, dass es halt Flächenschaden gibt. Ja, aber man muss zugeben, diese Power-Ups sind etwas, was man aus anderen, also zum Beispiel aus Diablo, nicht so gewohnt ist. Sprich, da muss man sich so mal so ein bisschen dran erinnern, dass man das zusätzlich Genau, blocken muss. die laden sich ja auch eigentlich recht schnell wieder auf, also diese Wut, die man dafür braucht. Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall. Man sieht das hier, dass es dann sofort richtig vor sich hin brennt und die schneller umfallen. Ja, aber das ist halt einfach sowas, was wahrscheinlich ein bisschen in den normalen Rhythmus übergehen Genau, das muss. ist einfach, wir sind ja auch immer noch recht früh im Spiel, also da kommen wir sicherlich noch wesentlich besser rein. Ja, wir sind ganz junge Van Helsings. Aber irgendwie ist dieses Ding gerade recht schnell Genau, also umgefallen. ich habe aber auch gerade wirklich immer versucht, mit einem Dumm-Dumm-Geschoss raufzuschießen und habe mich da mal jetzt weniger um die ganzen Werwölfe gekümmert. Können wir überhaupt sehen, wessen Katharina deine und wessen Katharina meine ist? Nee, ne, nicht so wirklich. Meine ist die hübsche. Ja, die sind doch beide hübsch, die Katharinas. Rein theoretisch müssen wir gleich mal gucken. Sie haben, glaube ich, eine unterschiedliche Anzahl von maximalen Lebenspunkten, was wahrscheinlich mit der Skillung Und mit der zusammenhängt. Ausrüstung. Ja. Weil ja, dann ist wahrscheinlich deine die mit den 370 und meine die mit den Ja, also ich 333. schieße gerade wieder nur auf das Beschwörungssiegel. Ich blitz da auch mal rein. Ja, da habe ich halt das Nachteil, dass mein Power-Up auf meinen normalen Granaten ist. So, und das Siegel hat sich damit auch erledigt. Oh, Oder der Schrott. Ralf-Siegel. Genau, und Grumsch ist wieder da. Unser guter alter Freund, der Grumsch. Aber er scheint diesmal blaue Angriffe zu haben. Ja, er scheint aber immer noch gut auszuteilen. Ja. Ist natürlich die Frage, wie lange das jetzt hier mit Grumsch geht, ob er gleich wieder verschwindet. Oh, jetzt ist Grumsch auf mir. Ich muss jetzt echt so ein bisschen weglaufen, weil der macht Nahkampfangriffe, die finde ich nicht schön.
Ja. Ich muss gerade auch wieder einen Heiltrank nehmen und hab hier auch leider gerade ein wenig um mich rumhängen. Ja, ich glaube, es ist momentan auf jeden Fall eine gute Idee, nicht allzu nah an Grumstrand zu stehen. Das ist zumindest mein Plan. Bisher geht er auch recht gut auf. Außer dann, wenn... Ah, wenn Grumsch mich wieder direkt verfolgt. Defending my pack. Instincts. You know how it goes. And your prisoner? We tried to save him. He was injured, so we took him in. Saved him? From who? The machine men from the city. They hunt us down to experiment on us. Take this man and go. Gut, da überlasse ich jetzt mal Bacon Lorange und die moralische Entscheidung. Ja, moralische Entscheidung. Was ich auch sehe, das ist schwer. Ich kann das auch gar nicht anklicken. Genau. Anscheinend wird das nach Zufall. Genau, das hatte ich vorhin auch schon mal bei den Entscheidungen, dass du das nur machen konntest. Tja, da müsste ich jetzt eigentlich einen Würfel schmeißen, aber ich denke, ach, weißt du was, wir sind ja herzensgute Menschen. Wir lassen ihn in Ruhe. Denke ich mal auch, ist die bessere Entscheidung. Dann, hui, haben wir hier noch... Genau, wir räumen natürlich seine Schatzkiste trotzdem aus. Da habe ich daneben geklickt, Entschuldigung. See you there. Da grummelt der Wolf vor sich hin. Ja, da war ich so gierig und beim Klicken... habe ich dann glatt den Bürgermeister erwischt. Du bist doch immer noch ein arkaner Mechaniker. Ich schmeiß dir hier mal was hin. Ja, ein Hochdruckpack. Und das kann ich zwar erst ab Stufe 8 anziehen, aber das ist dann auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt schon langsam die Tasche richtig voll mit Sachen, die ich bald anziehen kann. Ja, da habe ich gar nichts. Guck gerade mal. Hast du relativ vernünftige Stiefel? Ja, also meine Stiefel, die haben Verteidigung 5. Nee, ich habe nicht wirklich gute Stiefel. Ja, die kannst du zwar auch noch nicht anziehen, genauso wie ich. Aber... Wunderbar. Weil ich habe noch bessere in der Tasche. Ich habe zweimal Stiefel, die ich noch nicht anziehen kann. Ja. Ja, ich würde sagen, wir verlassen dann diese gemütliche Höhle, diesen Trautenhort der Zweisamkeit. Ja, was ich übrigens gerade rechts neben meiner zweiten Fähigkeit gesehen habe, da gibt es auch ein Stadtportal, das wir theoretisch dann später nutzen können. Genau. Ah, es ist gar nicht mal so leicht, den Ausgang zu finden. Ja, hatte ich gerade auch. Ich musste ein paar Mal hin und her laufen, um den krächzenden Wald wieder anklicken zu können. Gut, also den Bürgermeister haben wir gerettet. Wer weiß. Erfahren wir hoffentlich mehr, wenn wir wieder in Markovna sind. Aber wir können ja eventuell gucken, vielleicht ist dieser gefährliche Schneepelz ja schon ganz in der Nähe. Genau, weil eigentlich... Ja. Oh, Hallöchen. Da rennt der Shadowrunner wieder vor mir weg. Ja, nur um dir den Weg frei zu machen. Damit deine schönen Umhänge nicht schmutzig werden. Diese Lesovik-Veteranen haben wohl auch eine Art Giftangriff. Das ist ein wenig grünlich. Ja, was ich verliere momentan manchmal noch, vor allem wenn du deine Katharina zu, also sozusagen umwandelst, dann verliere ich gerne immer noch mal so ein bisschen diesen Überblick hier im Spiel. Den habe ich auch teilweise, weiß ich gar nicht mehr, wo ist mein Mauszeiger und wo sind die Feinde. Genau, ich bin hier natürlich üblich beutegeil und sammle natürlich alles ein. Ja, was ich ja auch gerade schon wieder manchmal vergessen habe, sind halt wieder diese Pickups. Da muss man sich halt auch eigentlich wirklich direkt verinnerlichen, welches Pickup ist das. Power-Up, nicht Pickup, ja. Ja, schön. Wobei aktuell die Wahl noch recht einfach ist, weil wir ja wohl nur ein Power-Up haben. Also ich habe bei meiner Waffe habe ich 3, also quasi ich habe schon die Maximalzahl.
Und ja, es kommt dann halt jetzt wirklich mal drauf an. Da ist ein roter Punkt auf der Karte, ich unterbreche dich gerade. Ja, dass der auf einmal angeräumt. Genau, das ist vermutlich dann, würde ich mal denken, dass es vielleicht der Jaguar ist. War das ein Jaguar? Schneepelz. Ja. Ich würde dann vielleicht erstmal hier nach rechts noch ein bisschen aufräumen, so dass wir dann auch gleich wieder Platz zum Kiten haben. Das hatten wir ja doch schon ein, zwei Mal recht erfolgreich genutzt. Ja, stimmt. Dann machen wir hier oben das Gruppchen auch noch weg. Genau, und dann... Und dahinter ist auch noch eine Gruppe. Also die steht da so, die verdienen es nicht anders. Na gut, dann hauen wir die auch noch kurz weg. Genau, und ich schieße da jetzt gerade beispielsweise teilweise mit meinen dummen Geschossen rein. Und da sieht man halt auch, dass der Schaden richtig hoch geht. Ich sehe ja vorne rechts von uns einen Schrein der Weisheit. Ja. Den könnten wir ja, vielleicht. Das wäre ja zu schade, den nicht mitzunehmen. Weil wir sind ja doch wissensbegierig. Ja, auf jeden Fall. Und oh, da kam was Neues ja, hinzu. Ein Meister. Oh, wir haben wieder eine ganze Gruppe Meister, die ja gerade aus dem Wald rauskamen. Ja, aber da habe ich dann direkt mal meine phosphorisierenden Phosphorgranaten benutzt. Und man hat den Unterschied auf jeden Fall gemerkt. So, dann holen wir uns jetzt aber mal den gefährlichen Schneepelz. Jawohl, das ist er. Dann ja. Warte ich noch kurz, bis der langsame Speck angerannt kommt. Genau. Ja, ich muss hier immer noch ein bisschen gucken. Gut. Dann, ja, auf geht's. Jo, fangen wir mal an. Oh, außerdem, wir sollten nicht ihn da unten ziehen, weil da warten dann, so wie es aussieht, noch ein paar seiner Freunde. Ja. Ist okay, und jetzt lasse ich ihn hier richtig brennen und wow. Oh, da hat es aber einer gut gemeint, also in diesem Pelz mit dem zweihändigen Schwert etc., da, dass er sich ja, damit bewegen konnte. In anderen Pelzen, da sind halt mal eher Flöhe, aber bei ihm, da droppen jede Menge Sachen, die Katharina jetzt aufgepickt hat bei mir. Ja, ich merke gerade, ich benutze meine Katharina teilweise gar nicht genug. Ich meine, sie ist ja vor allem auch natürlich noch zusätzlich gut zu benutzen als laufendes Lager. Ja, ich schmeiß dir gerade mal wieder hier ein Gewehr hin. Das Chromingen Mehrlagergewehr, falls das was für dich ist. Das ist genauso gut wie meins. Okay. Ich könnte es allerdings meiner Katharina geben. Jo. Da freut sie sich drüber. Da schießt sie dann auch gleich ein bisschen besser. Wobei ich gesehen habe, meine hat immer noch keine. Hast du jetzt ein altes Gewehr, das du mir zumindest hinschmeißen kannst? Achso, ich habe dir einfach da mal, ja. Pistolen kannst du auch. Oder halt hier vorne. Nee, Pistolen ist für Jäger. Achso. Ach, das heißt. Okay, ja, das sind aber. Also meine Katharina kann die tragen im rechten Slot. Ah, warte, stimmt. Stimmt. Jetzt habe ich ihr. Hä? Ja, zumindest hat sie jetzt irgendwas in der Hand. Genau, ich würde sagen, wir machen uns langsam wieder auf den Weg zum Teleporter, damit wir in die Stadt kommen. Da können wir aber mal das Stadtportal dann eigentlich ausprobieren. Stimmt. Das ich ja eben auf der, sobald wir das hier umgemacht haben. So. Und nicht ständig noch was Neues. Ja, also dann in 2 Tagen. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich benutze das Stadtportal und bin auch schon im Ladebalken. Ja, ich habe zumindest auch schon mich in Luft aufgelöst. Ja. Und in diesem schönen Status der Luftauflösung würde ich dann sagen, machen wir einen Schnitt und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei sein werdet. Genau, bis dann. Bis dann, tschüssi.